Meine lieben Geisterjäger, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier, neue Folge. Ich habe letztes Mal irgendwie von den Dialogen kaum was gehört, allerdings er hat es komplett aufgenommen, warum auch immer ich da nicht viel gehört habe. Aber wir können mal, wir können entgegen. Machen wir. Neue Nachrichten. 13. Vorhanden. Diesmal haben sie noch überlebt. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Hat der uns gerade beleidigt? Wir haben ja alles gegeben, hör mal, Freunde. Das ist ja unglaublich. So, Gut, dann quatschen wir hier nochmal mit denen. Wir haben letztes Mal die Dimension, ne, in der Bibliothek in einer ganz anderen Dimension erlebt und... Ich habe gar nichts gemacht. Mann, interessante Lektüre. Aber nichts darüber. Ich kenne das Symbol. Woher? Man sieht es manchmal in sumerischer Ritualmagie. Im Museum steht eine Statue als Leihgabe, auf der es ist. Was repräsentiert es? Ist nur ein Symbol für einen Weg, große Macht zu erhalten. Die meisten Kollegen denken, es ist eine alte Konstellation. Keine, die ich je gesehen hätte. Und ich war Wahrsager auf Coney Island. Stimmt das? Hattest du einen Turban? Nein, Mann. Ein rotes Samtkeb mit Monden aus Plüsch. Hört mal. Der Kodex meint, dass eine Art Versorgungssystem nötig ist, um Energie in eine Vernichterform zu kanalisieren. Vernichterform? Wie den Marshmallow-Mann? Möglicherweise sind das System und dieses Muster verbunden. Das ist möglich. Moment, Sie sagten, die Gozer-Statue im Museum ist eine Leihgabe. Von wem? Von Ivo Shandor, dem Architekten. Naja, von der Shandor-Stiftung. Sie kontrolliert den Besitz und die Firmen von Shandor. Ivo war ein großer Sammler von Gozer-Artefakten. Mit Ivo Shandor, dem Architekten? Meinen Sie Ivo Shandor, den Massenmörder? Richtig? Das hatte ich gerade untersucht, als Gozer mich angriff. Shandors Architekturbüro war Ende 1800, Anfang 1900 an vielen Projekten in der Stadt beteiligt. Darunter Dana Barretts altes Gebäude am Central Park West. Oh, du meinst das mit der interdimensionalen Antenne, die Gozer auf unsere Welt geholt hat, um sie möglichst zu zerstören? Aber tollen Parkblick. Ja, aber er war auch an Renovierungen und an einer Reihe öffentlicher Projekte beteiligt. Es gab viele Kontroversen, weil viele Leute meinten, dass die Arbeiten unnötig seien. Lasst mich raten. Er hat das Gebäude der öffentlichen Bibliothek in der 5. renoviert. Richtig. Und? Das Museum für Naturgeschichte. Kürzliche Heimsuchung, örtliche paranormale Aktivitäten, singende Wikinger. Die sind alle mit Shandor und diesem Muster verbunden. Geh zum Merk du eins, wenn du bereit bist aufzubrechen. Okay, also mir war da gerade aufgefallen, sag mal Freunde, hängt da ein Donut an der Garderobe? Da hängt ein Donut. Das ist praktisch, ich will sofort den Donut, oder ist das ein Bagel? Ich weiß nicht. Es ist, gut, aber jetzt, wir sind ja, Auswertung, wir müssen was kaufen. Freunde, wir müssen was kaufen. So, was kann man kaufen? Okay, wir haben 9000, so viel haben wir gar nicht. Im Besitz. Druckverstärker im Besitz. Reduzierter Schleimverbrauch. Können wir gebrauchen. Ja, wollen wir haben. Yep. So, es wurde noch in einem und so weiter. Wer lesen möchte, bitte lesen. Später mal auf Pause klicken. Ich scroll das mal durch. Wuppdiwappdi. Gut. Reduzierter Schleim pro Schuss. Okay. So, ansonsten irgendwas mit 5000. Können wir nicht viel machen. 8000. Schleimschnapper. Kostenreduzierung. Kostet 8000. Okay. Im Besitz, den haben wir schon. Im Besitz ist die Falle. Na gut, wir werden noch einiges kaufen müssen, liebe Leute. Das bleibt nicht aus, ne? Und wir sollen jetzt zum Ecto gehen. Ich will aber nochmal... Was hat Raiden hier immer gespielt? Peter Gallagher, ich will Egan, unser neuer Boss hat schon wieder angerufen. Bitte nenn ihn nicht so. Nur Peck. Das ist schlimm genug. Moment. Peck hat wieder angerufen. Er ist ziemlich sauer. Er sagt, wenn ihr Jungs noch einen einzigen ungenehmigten Protonenstrahl abfeuert, macht er uns für immer dicht. Okay, wir werden dran denken. So, hier, Employee of the Month. Also, Ray. Ne, Peter. Winston, Peter. Der gute Peter im Denkman ist aber auch richtig gut dabei. Was ist das Hacken hier für eine schöne. Die haben wir gar nicht gesehen. Happy. Was ist happy? Auch irgendwas happy. So, jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Hier habe ich denn hier vielleicht mal irgendwas übersehen. Weil hier, Mann, ich wäre doch irgendwas drin gewesen, ne? Geist, interagieren, ne? Okay. Gut, dann würde mein Forscher zugute, wir rutschen jetzt hier mal diese wunderbare Stange runter, wenn das geht. Und gehen zum Actor. Jenny, kannst du bitte mal rangehen?
Egon guckt sich Slimer an. Danny? Hallo, Geisterjäger? Ja? Okay. Ja, ich glaube nicht. Nein, er hat nicht einfach aufgehört zu funktionieren und ihm fehlt auch nicht nur Toner. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes explodiert, nachdem er mir reichlich Obszönitäten um die Ohren gehauen hatte. Der Kopierer ist kaputt. Nein, ich glaube nicht, dass die Art unseres Geschäfts irgendetwas damit zu tun hat, ob sie sich an ihre Garantiebedingungen halten oder nicht. Klingt vernünftig. Ja. Egon? Also wollen Sie mir damit sagen, dass kein anderer Ihrer Kopierer, die Sie weltweit verkauft haben, jemals obszön rumgebrüllt hat und explodiert ist, bevor er kaputt ging? Ah ja. Sir, ich muss Ihnen sagen, dass es mir schwerfällt, das zu glauben. Mir auch. Ich wurde schließlich nicht erst gestern geboren. Ich auch nicht. Nein. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Okay, gut. Also, ne, Egon betrachtet, warum auch immer, ne, Slimer ganz fasziniert, ne? Ich meine, ist ja auch ein faszinierendes Kerlchen, der gute Slimer, ne? Bisschen verfressen, aber... Ja, nun. Gut, wir müssen jetzt auf das Ecto 1 klicken und interagieren, um dann unsere... Wir klicken mal. Warnen wir den Bürgermeister. Ich weiß nicht. Er hetzt dann Peck nur noch mehr auf uns. Ihr solltet euch das Museum genauer ansehen. Der Bürgermeister ist heute Abend im Museum zur Galaeröffnung der Ausstellung. Ich muss auch dort sein. Elissa, Sie machen den Job zum Vergnügen. Legere Kleidung ist okay, ich habe keinen Smoking. Machen Sie Scherze? Er will, dass ihr heute Abend 3 Blocks Abstand zum Museum haltet. 3 Blocks? Er glaubt, ihr macht die Spender seiner Kampagne nervös. Außerdem ist dieser Peck auch auf der Party. Okay. Egon bleibt hier und beendet die Analyse der Bibliotheksdaten. Wir anderen gehen durch den Hintereingang des Museums und verhalten uns ruhig. Peter nimmt als Elissas Gast an der Party teil. Peck soll ihn dort ruhig sehen. Und damit können wir anderen den Rest des Gebäudes abchecken. Der beste Plan aller Zeiten. So simpel. Er könnte funktionieren. Könnte. Ich bringe einen Blumenstrauß mit. Ich auch. Who you gonna call? Ghostbusters. Das wird, wir müssen jetzt Museum und wir dürfen 3 Blocks. Wir sollen uns 3 Blocks. Geht nicht, Freunde, das geht nicht. Wir sind Geisterjäger und keine. Ja, wir sind gerade beim Verladedock angekommen. Lenkt Peck weiter ab. Wir gehen rein und sehen uns um. Okay, ich übernehme das für das Team. Hier sind ganz viele Ratten. Kein Zeichen vom Kurator. Elissa sagte, er würde uns genau hier treffen. Durchsuch das Museum nach paranormalen Störungen. Winston! Okay, wir müssen mal ganz kurz hier unseren... Irgendetwas wollte wirklich dringend aus dieser Kiste raus. Okay. Aufpassen, schwarzer Schleim. Schwarzer Schleim. Ohne Gegenmaßnahmen kann der Schleim schließlich ein volles interdimensionales Portal öffnen. Ach, das heißt... Was will, kommt durch. Ach, richtig. Ein geöffnetes Vollportal muss mit dem Schleimsprenger wieder versiegelt werden. Vor allem deshalb haben wir diese Technologie entwickelt. Richtig, wir können den schwarzen Schleim erst besiegen. Geile Sache das. Hatte ich total vergessen. Stimmt. Mit diesem grünen Zeug da, das ist aber, ich will mal. Ja, bei Schiss, Freunde. Also ich nicht. Was sind denn das für kleine Kugelchen? Irgendwas. Der schreit ja geradezu. Pass mal auf hier. Moment, das ist Zim, Zam, Zim, Zam, Zim. Okay, es ist irgendwas. Gucken wir mal. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Die Tür ist fest verriegelt. Jemand muss den Strom einschalten. Okay, dann war das wahrscheinlich mit dem Strom einschalten, Leute. Das habe ich dann intuitiv schon ganz richtig gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da durchkomme. Entschuldigung, ein Lüften. Sperrstrahl. Komm ich da jetzt durch? Okay. Interagieren. Gute Arbeit, Adlerauge. Naja. Seht mal, hier hat etwas eine Spur aus Verpackungsmaterial hinterlassen. Verpackungsmaterial und Schleim. Verpackungsmaterial und Schleim? Winston, wo stehst du denn da? Was ist denn da? Das ist das. Verpackungsmaterial und Schleim. Oh, guten Tag. Die Damen, die Herren, guten Tag. Guten Tag. Okay, ich glaube, da müssen wir wieder
Da müssen wir wieder mal, das war der untere. Wir müssen mal ganz kurz hier ein bisschen. Wir spielen ja die Putzfrau, ne, fürs Museum. Sag ich, eine Frechheit, wir dürfen nicht mal rein, wir sollen uns. Ey, Alter, du kannst doch nicht einfach in meinen Lauf, das Ding. So, pass mal. Wir müssen hier die Putzfrau spielen, ne. Wir dürfen uns nicht mal. Wir dürfen uns nicht mal dem Museum mehr als 3 Blocks nähern. Also eine Unverschämtheit. Oh, was ist das? Da ist, das leuchtet auf jeden Fall schön grün. Alles schön sauber machen. Geisterüberraschungen haben wir genug. Das ist, Winston, kannst du dein Rohr mal woanders hinhalten, Kollege? Also pass mal auf, hier ein bisschen. So, schöner geht's nicht. So, den Rest macht die Putzfrau. War das ein Besitzergreifer? Besitzergreifer? Moment, Besitzer. Hallo, einmal wechseln. Wo ist. Ach, das ist. Haben wir früher nicht mal welche der Klassen 2 und 3 bekämpft? Oh, was ist mit denen? Die waren so schön einfach. Ach ja, die gute alte Zeit. Ja, die gute alte Zeit. Das ist Sorgen, dass wir hier für Action sorgen. Wir müssen hier erstmal ein bisschen hier die Putzfrau spielen. Spiegel 45 hier, der Putzonkel vom Dienst, ne? Aber okay, ne, weil je sauberer und so, ne, weil der Schleim, ich wusste schon, der Schleim ist nämlich echt scheiße, wenn man da reintrampelt. Ne, das ist, ich hab dir gesehen, das fängt an Qualm hochziehen, das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Also, ne, ich weiß, wovon ich rede, ich bin ein echter Geisterjäger, liebe Leute. Da verspreche ich euch nicht zu viel. Ne? Ich entlüfte schon. Dumm. Kommt mir vor wie beim Wildlife Park, wo ich hier mein Savannengras am Streuen bin. Ne? Oh. Museum. Hallo? Hallo? Wer ist da drin? Jemand, der da raus will, der ist da drin. Okay. Oh, Dr. Rutherford. Rutherford? Z, das ist der stellvertretende Kurator des Museums. Hallo? Ist das ekelhafte, furchtbare Ding weg? Ja. Ja, ist weg. Geht's Ihnen gut? Ich? Ja, schätze schon. Ich bin ein Fan. Ich hatte sie sogar mal für den Geburtstag meiner Tochter engagiert. Cool. Wirklich? Naja, Sie könnten Aufkleber, Anstecker, Tassen, T-Shirts oder sowas bekommen, wenn wir hier fertig sind. Oh, das wäre wundervoll. Folgen Sie mir. Okay. Wir gehen durch die Restaurationsabteilung. Das machen wir, Dr. Rutherford. Ray, kriege ich das auch? Ich will das auch haben. Tassen, T-Shirts und... Gut, das müssen wir am Ende des Spiels drüber reden, Freunde. Schon wieder, dass es mich nur nicht erwischt. Keine Sorge, durch mich kommt niemand an Sie ran. Können Sie ihm helfen? Spritz ihn voll, Kumpel! Ray, du hast gesagt, durch. Oh, das muss ich, glaube ich, wechseln. Das ist hier sogenannte Grün, sonst explodiert Ray. Oh. Ray, du warst besessen. Kollege. Moment, für die Geisterjacke ist, glaube ich, das Ding echt noch am effektivsten. Oh, diese Falle. Hat keiner eine Falle, Freunde? Falle, wo ist eine Falle? Falle, Freunde, eine Falle. Da ist eine Falle. Gut. So, Baby, komm mal her. Baby. So, in den Kegel. Alright. Oh, ich hab sie verloren. Aber die Jungs kriegen das. Ja. Perfekt. Super, Jungs. Klar. Ja. Ihr Jungs seid echt gut. Ja, ne, wollt's ein Autogramm, Alter? Was? So funktioniert fusionsbasierter Exorzismus in aller Kürze. Sauberer als ein Kreiselkopf, der Erbsensuppe spuckt. Ja. Kommt er wieder in Ordnung? Wie geht es dir, Ray? Ray? Wasser? Wasser. Ja, er ist gleich wieder in Ordnung. Ja. Ray? Nach dir. Oh nein, wenn Besitzergreifer von diesem Ort Besitz ergriffen haben, müssen wir Peter schnellstens erreichen. Bankman, wir haben den Kurator gefunden. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Gozer-Ausstellung. Und Ray wurde Besitz ergriffen. Oh, ich muss Ihnen ja so viel zeigen. Wo soll ich anfangen? Es sind merkwürdige Sachen passiert, seit die anfingen, die Ausstellung einzurichten. Na hallo auch. Peter? Übrigens, Peter, Ray wurde Besitz ergriffen. Ich mal auch. Wieder. Mann, Zed! Du musst erst mal durch mich durch. Genau das hat er gesagt. Hat nicht geklappt. Wie ein kleiner Hund. Jeder Tag ist der erste Tag. Jeder Tag ist der erste Tag. Das Peck, die dumme Sau. Der böse Peck. Hey, Mann. Peckman.
Ja, erstmal ein paar. Nein, nein, nein! Doch, die Geisterjäger sollen sofort aus dieser Einrichtung entfernt werden. Wo ist der Bürgermeister? Wir haben Neuigkeiten und einen Fototermin. Der Bürgermeister ist indisponiert. Alle Informationen für ihn laufen über mich. Oh nein, Peggy Schrecki. Das ist für Jock und nur für Jock. Wir warten, bis er wieder redisponiert ist. Sicherheit! Entfernen Sie diese Männer! Mit grober Gewalt! Leute? Warum tun Guten immer so, als seien sie schwer zu bekommen? Was zur Hölle ist hier los? Bürgermeister! Die haben Peg! Hab ich nie geschafft! Noch mehr Besitzergreifgeister! Kunden weiß, was zu tun ist! Ja, genau, du Scheiße, was für eine Kacke sind denn jetzt wieder reingekommen, ihr Schauglocken! Mission-Ziele. Fangen alle Besitzergreifergeister ein, die in dem Bereich spucken. Spucken mit langem U. Spuken. So, meine Leute, wir haben genug gespuckt jetzt. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Museum schnappen wir uns in der nächsten Folge und da wird es richtig abgehen, Freunde. Vertraut mir, das ist ganz schrecklich. Das ist eigentlich viel zu... Meine Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind. 45 Besitzergreifer.